Wir haben gestern über den Transformator gesprochen und einige eindrucksvolle Experimente zum Wechselstrom und zu dem Transformator gezeigt. Heute möchten wir Ihnen noch ein quantitativeres Experiment zum Transformator zeigen, das zur Illustration der Transformatorgleichung dient. Ich wiederhole ganz kurz, wie so ein Transformator aufgebaut ist. Er besteht aus einem ferromagnetischen Kern, also einem Eisenkern, und es gibt da eine Primärspule, die an einer Spannungsquelle hängt, und eine Sekundärspule, an der dann eine Spannung abgegriffen werden kann. Und diese Spannung hier nennen wir U1. Und diese Spannung, die man auf der anderen Seite abgreift, zunächst einmal bei offener Spule, nennen wir U2. Primär, sekundär, Seite, Spule. Und wenn also jetzt da hier eine Wechselspannung an diesem Primärkreis angeschlossen wird, dann sehen Sie, das ist ein sehr einfacher Kreis. Der besteht nur aus der Spannungsquelle, kommt etwa von einem Generator, und aus dieser Primärspule mit Windungszahl N1. Die Sekundärspule habe Windungszahl N2. Nachdem das hier also so eine einfache Anordnung ist, muss also U1 plus U induziert in der Primärspule gleich 0 sein, weil ja keinerlei ohmsche Widerstände drinnen sind, wo zusätzlich Spannungen abfallen können. Das U int 1 ist aber gleich, das kennen wir schon, seitdem wir uns über die Selbstinduktivität von Spulen unterhalten haben, dieses U int 1 ist minus N1, weil N1 ist die Windungszahl der Primärspule, minus N1 mal d phi m nach dt. Phi m ist der magnetische Fluss, der in der Primärspule und wegen des Eisenkerns dann auch in der Sekundärspule, also im ganzen Eisenkern, im ferromagnetischen Eisenkern vorhanden ist und sich auch mit der Zeit ändert, entsprechend dieser Wechselspannung an der Primärseite. Und da sehen Sie also damit jetzt, dass wir da hier haben, dass U1 ist gleich minus U int 1 und damit erhält man also, dass das U1 gleich ist N1 mal d phi m nach dt. Das gleiche d phi m nach dt bis auf kleine Verluste, über die wir noch kurz sprechen werden, gibt es dann auch in der Sekundärspule. Das heißt, man kann auch das U in 2 sofort ausrechnen. Das U in 2 schreibe ich vielleicht hier gleich daneben. Das ist dann entsprechend minus N2 d phi m nach dt. Genau die gleiche Situation, zeitlich veränderlicher Fluss, Induzierung einer Spannung in der Sekundärspule. Und das U2, das man hier also jetzt abgreift, ist natürlich einfach gleich diesem U in 2. Man greift es ja hier direkt ab und daher gleich minus N2
d phi m nach dt. Und wenn man die beiden durcheinander durchdividiert, erhält man die Transformatorgleichung U2 durch U1, wenn man es durchdividiert. Das d phi m nach dt ist in beiden Fällen ja dasselbe. Es ist im Wesentlichen ein und derselbe Fluss, der diesen ganzen Eisenkern durchsetzt. Und dementsprechend bleibt nur über minus n2 zu n1, wobei dieses Minus ohne große Bedeutung ist. Das habe ich gestern schon erwähnt, aufgrund einer Frage von Ihnen, weil es ja da nur auf den Windungssinn der entsprechenden Spulen ankommt. Meistens geht es um die Beträge und dann geht es einfach darum, dass eben die Spannungen an Primär- und Sekundärseite sich verhalten wie die Windungszahlen. Wenn also etwa die Sekundärspule eine viel höhere Windungszahl hat, dann wird auch eine größere Spannung an der Sekundärspule auftreten und umgekehrt. Also das ist die entscheidende Idee des Transformators. Hier hat man zunächst angenommen, dass diese Sekundärseite offen ist. Aber das ist natürlich nicht eigentlich der Sinn der Sache. Man möchte ja mit einem solchen Transformator auch eine Leistung umsetzen und übertragen können. Na, das geht dann dadurch, dass wir eben an der Stelle der Klemmen von U2, also von der zweiten Spule, an der Sekundärseite des Transformators also, einen Lastwiderstand anhängen. Was auch immer das ist. Und dadurch beginnt in dieser Sekundärspule ein Strom zu fließen. Und damit aber, meine Damen und Herren, haben wir einen belasteten Transformator, während das, was wir bisher besprochen hatten, ein unbelasteter Transformator war. Wenn nun hier ein Lastwiderstand auftritt und ein Strom fließt, na, was wird dann passieren? Dann wird natürlich, weil ja die Ströme eben magnetische Felder verursachen, in dieser Sekundärspule ein zusätzlicher magnetischer Fluss auftreten. Und der dann natürlich eben über diesen Eisenkern sich über den ganzen Transformator ausbreiten. Jetzt haben wir aber gestern gesagt, wesentlicher Punkt, meine Damen und Herren, dass dieser Primärkreis so ein einfacher Kreis ist und dass daher der Fluss phi m in der Primärspule, dass der direkt zusammenhängt mit der angelegten Generatorspannung U1, die ist ja gleich minus Uint und da heißt das U1 ja N1 mal d phi m nach dt, nur von der Generatorspannung, die ja fest angelegt wird hier, ist bei vorgegebener Windungszahl der Primärspule der Fluss phi m und seine Zeitabhängigkeit eben abhängig. Und das bedeutet, man hat einen Fluss da drinnen, der unabhängig von allem anderen, wenn nur die Generatorspannung U1 das gleiche bleibt, immer der gleiche magnetische Fluss sein wird. Und auch der Strom in dieser Primärspule wird so sein, dass er gerade diesen magnetischen Fluss herstellt. Der Magnetisierungsstrom. Aber was passiert jetzt? Jetzt haben wir hier einen Lastwiderstand auf der Sekundärspule. Und der bewirkt, dass ein Strom durch die Sekundärspule fließt. Dieser Strom bewirkt einen zusätzlichen magnetischen Fluss in eben dieser Sekundärspule und der ist dann natürlich im ganzen Transformator vorhanden. Damit wird aber das Gleichgewicht in diesem Primärkreis gestört oder würde zumindest gestört. Aber wenn also der Generator entsprechend ein starker Generator ist, in dem Sinn, dass die Spannung U1, ihre sinusförmige Abhängigkeit, unverändert bleibt, wird etwas passieren,
was dazu führt, dass dieses Gleichgewicht in diesem ganz einfachen Kreis weiter aufrechterhalten wird. Es wird nämlich aus dem Generator ein derartiger zusätzlicher Wechselstrom gezogen, der gerade dazu dient, dass dieser zusätzliche Fluss, den da diese Sekundärspule verursacht, wieder kompensiert wird, sodass letztlich wieder der unveränderte, kosinusförmig oder sinusförmig, halt zeitabhängige Fluss Phi M in dem Transformatoreisenkern weiterhin erhalten bleibt. Dieser Transformator, wenn man ihn belastet, reagiert also so, dass er aus dem Generator mit der Spannung, mit der Wechselspannung U1 gerade einen solchen Wechselstrom zieht, dass dieser Wechselstrom in der Primärspule gerade so groß ist, dass der zusätzliche Fluss, der in der Sekundärspule und daher im ganzen Transformator entsteht, wieder kompensiert wird. Und daher kommt letzten Endes auch dann die Leistungsübertragung. Man zieht durch den Lastwiderstand aus der Sekundärspule eine Leistung ab und die holt sich der Transformator beim Generator, indem er aus dem Generator den entsprechenden Strom zieht, der notwendig ist, dass der Fluss in diesem Eisenkern unverändert bleibt. Es ist also eine etwas merkwürdige Situation, dass diejenige Größe, nämlich der magnetische Fluss, dieser zeitlich veränderliche in diesem Eisenkern, sich gar nicht ändert, wenn man eine Leistung abzieht auf der Sekundärseite, sondern es wird eine entsprechende Leistung an der Primärseite vom Generator abgezogen, in dem Strom zusätzlich gezogen wird, der gerade dazu dient, dass der Fluss innerhalb des Eisenkerns letztlich wieder auf den ursprünglichen Fluss kompensiert wird und damit bleibt letzten Endes der Fluss unabhängig und immer der gleiche. Also so funktioniert der belastete Transformator. In jedem Fall bleibt diese Gleichung, diese Transformatorgleichung erhalten und wir haben ja schon einmal erwähnt, dass man mit diesem Transformator sehr viel nützliche Dinge anfangen kann. Vor allem kann man also die Spannungen hochtransformieren oder wieder niedertransformieren durch entsprechende Wahl der Windungszahlen in der Primär- und in der Sekundärspule. Und das ist was besonders Wichtiges, insbesondere bei der Energieübertragung, bei der Leistungsumsetzung in Fernleitungen. Das brauche ich jetzt nicht mehr zu erklären, das hatten wir schon beim Gleichstrom besprochen, das gilt nämlich gleichermaßen für Gleich- als auch für Wechselstrom, dass nämlich man eine Fernleitung am besten so baut, dass sie für hohe Spannungen ausgelegt ist, weil dann bei entsprechend umgesetzter Leistung, Leistung P ist gleich U mal I, also bei hoher Spannung ein kleiner Strom fließen wird. Und kleiner Strom in einer Leitung mit Leitungswiderstand R bedeutet, dass auch der Verlust an Leistung I Quadrat mal R klein sein wird. Je höher ich also die Spannung hinaufspannen kann, bei bestimmter umgesetzter Leistung, desto niedriger wird der Strom in der Leitung, desto niedriger wird das I Quadrat R bei vorgegebenem Leitungswiderstand und desto weniger an Leistung geht verloren. Daher reizt man das aus, soweit man kann, und die großen Überlandfernleitungen werden typischerweise mit Drehstrom mit 400 Kilovolt betrieben. Also um einen Faktor 1000 höher als die typische
Drehstromspannung, die man aus dem Netz dann nimmt. Es wird also da mit einem Faktor 1000 hinauf und dann wieder mit einem Faktor 1000 im Umspannwerk in der Nähe der Verbraucher heruntertransformiert. Und der Faktor 1000 äußert sich natürlich in einem Faktor 1000 beim Stromfluss. Der wird um einen 1000-Faktor weniger, aber es geht ja noch dazu i Quadrat mal r ein. Das heißt, die Verluste sind dann um einen Faktor ca. 10 der Sechsten geringer, als wenn man das nicht tun würde. Naja, da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Das ist eine so gewaltige Ersparnis, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Also, so viel zum Transformator. Und jetzt hat der Herr Litschauer für Sie noch ein Experiment vorbereitet, wo wir gerade diesen unbelasteten Transformator sehr schön in seiner Funktion zeigen können. Wir zeigen Ihnen, wenn ich mich richtig erinnere, Faktor 4 in den Spulenwindungszahlen. Und wir werden uns die Spannung U1 und die Spannung U2 jeweils an einem Kanal eines Zweikanal-digitalen Transientenrekorders anschauen. Und Sie können sich anschauen, wie diese zwei Spannungen miteinander zusammenhängen. Also die Primärspannung ist die obere, nehme ich an. Die Sekundärspannung die untere. Die beiden haben beide die gleiche Frequenz natürlich. Es ist ja ein magnetischer Fluss, der die beiden miteinander in Verbindung hält. Und man kann also hier sofort sehen, dass also hier diese Spannung an der Sekundärseite um einen Faktor 4 höher ist als an der Primärseite. Da müssen Sie uns natürlich jetzt glauben, dass auch die entsprechenden Windungszahlen um einen Faktor 4 unterschiedlich sind. Können wir vielleicht schauen, was wir für Windungszahlen haben? Also 300 Windungen auf der Primärseite und 1200 Windungen an der Sekundärseite, das macht gerade den Faktor 4, den Sie hier an den Spannungen sehen können. Also wirklich eine elegante Sache, das muss man schon sagen. Man kann bei solchen elektrischen Versuchen nicht viel mehr zeigen. Da bewegt sich sonst nichts, da tut sich sonst nichts. Sie können natürlich nachher kommen und nachschauen, ob die Windungszahlen wirklich stimmen. Müssen aber dann trotzdem vertrauen, was da für Zahlen draufstehen, weil nachzählen, das ist dann nicht so leicht. Also ein gewisses Grundvertrauen setzen wir hier schon voraus, dass Sie uns glauben, dass wir Sie da nicht hinters Licht führen wollen. Danke, Herr Litschauer. So, also damit haben wir den Transformator besprochen und vielleicht noch geschwind, was kann denn alles passieren, warum dann der reale Transformator doch nicht ganz so ideal ist, wie man es sich wünschen würde. Da gibt es einmal die Hystereseverluste. Sie erinnern sich an die Hysterese bei den Ferromagnetika, dass das nicht in einer Linie hin und her geht, dass das immer wieder ummagnetisiert werden muss. Da geht eine gewisse Leistung verloren. Damit heizt sich der Transformator ein wenig auf. Dann natürlich, die besten Spulen haben doch einen gewissen ohmschen Widerstand. Und es gibt in dem Eisenkern natürlich auch Wirbelstromverluste. Erinnern Sie sich an dieses Waltenhofensche Pendel. Wenn das also da durch ein veränderliches Magnetfeld durchgeht, dann bremst sich das sofort ein, weil massive Wirbelströme da drinnen passieren. Und das ist natürlich hier tödlich. Jetzt ist die Frage, wieso passiert das hier nicht? Ja, die Leute sind ihm geschickt. Bauen so einen Eisenkern nicht einfach aus einem Stück Eisen auf, sondern aus vielen Lamellen, die untereinander elektrisch isoliert sind. Und dadurch haben diese Wirbelströme keine große Chance. Nur kleine Wirbel können sich bilden, aber keine umfassenden Wirbelströme. Wir haben auch bei dem Waltenhofenschen Pendel gesehen, wenn man nicht ein solides Aluminiumstück, sondern einen Kamm nimmt, was aus mit der Bremswirkung, weil da können Sie die halt nicht mehr so ausbilden. Hier haben Sie eine ganz ähnliche Situation und das ist natürlich alles entsprechend technisch perfektioniert. Das wird dann mit Lack isoliert und möglichst dauerhaft durchgeführt. Also
technisch ist es ganz, ganz wichtig und daher sehr, sehr gut entwickelt. Naja, und dann gibt es noch andere Verluste, Streuverluste an den Kanten, daher rundet man die oft ab. Und die elektrische Verluste, allerdings nur bei hohen Frequenzen, die aber meistens nicht auftreten, weil wir reden ja üblicherweise von 50 oder 60 Hertz. Also ich hoffe, ich konnte Sie damit überzeugen, dass dieser Transformator wirklich was Wichtiges ist. Aber jetzt kommt ein anderer wichtiger Punkt, wo ich also auch um Ihre Aufmerksamkeit bitte, weil der vielleicht nicht so ganz einfach ist. Es geht um die Wechselstromwiderstände. Wir haben bis jetzt ja über Wechselstrom nur relativ qualitativ gesprochen. Ich habe Ihnen aufgeschrieben, es gibt also Spannungen, die so kosinusförmig verlaufen und Ströme, wobei man davon ausgehen muss, im Allgemeinen werden die eine Phasenverschiebung zueinander aufweisen. Habe Sie aber nur auf später vertröstet, warum das wohl so sein wird. Und jetzt ist die Frage, wie kann man also so Spannungen und Ströme miteinander in Beziehung setzen? Naja, und da ist es so, dass man das ähnlich machen möchte wie bei den Gleichströmen. Da haben wir ja eine wunderbar einfache Beziehung zwischen Spannungen und Strömen, nämlich das Ohmsche Gesetz. Das ist Ihnen sicher schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich es gar nicht mehr hinschreiben brauche. U ist gleich I mal R oder R ist U durch I. Habe ich eine Spannung und ich lege an einen Widerstand R an, dann fließt ein Strom I. Also ich glaube, das brauche ich nicht weiter erklären, das haben wir sehr genau besprochen. Na, sowas hätte man natürlich auch gern bei den Wechselströmen. So eine einfache, griffige Beziehung zwischen U und I. Aber jetzt haben wir ja gehabt, U ist U0 mal Cosinus Omega T. Und I ist I0 mal Cosinus Omega T minus Phi im Allgemeinen, weil das phasenverschoben sein kann. Und dann ist ekelhaft. Denn wenn Sie dann U durch I durchdividieren, einfach so wie es ist, dann kommt was Zeitabhängiges heraus. Und das kann man überhaupt nicht brauchen. Denn es ist ja gerade wichtig, dass diese Größe, die da die beiden miteinander in Beziehung setzt, so wie das beim Ohmschen Widerstand ist, bei den Gleichstromkreisen, eine konstante Größe ist, so dass man für verschiedene Spannungen und entsprechend verschiedene Ströme immer einen eindeutigen, einfachen Zusammenhang hat. Wenn da jetzt eine komplizierte, periodisch zeitabhängige Funktion rauskommt, wenn man da zwar so zeitverschobene Kosinusfunktionen da dann noch gegeneinander durchdividiert, das ist unpraktisch. Also so geht es nicht. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, deswegen nimmt man jetzt Zuflucht zu den komplexen Zahlen. Nicht um also die Studierenden damit zu ärgern, sondern weil es also wirklich so am besten geht. Aber da muss man sich halt ein bisschen mit den komplexen Zahlen auskennen. Und ich glaube, Sie kennen sie eh schon ganz gut aus damit, weil der Kollege Delago natürlich genau weiß, was für Sie wichtig ist und Ihnen das sicher bereits nahegebracht hat. Trotzdem werde ich aber zunächst einen Einschub hier vorausschicken über die komplexen Zahlen und insbesondere über die sogenannte Euler-Relation. Wenn viele unter Ihnen sind, die sich jetzt denken, ja, weiß ich eh schon, dann bin ich froh. Aber vielleicht sind ein paar unter Ihnen, die sich jetzt da denken, bin gespannt, was er jetzt sagen wird. Und für die sollte es jetzt sein und für die anderen ist auch nicht schlecht, wenn Sie das nochmal sehen, wie das heute so ausschaut. Es zeigt sich, dass eine komplexe E-Potenz, E hoch I Phi, geschrieben werden kann als Cosinus Phi und dann plus I mal Sinus Phi. Da ist zum Beispiel schon eine Sache wichtig. Sie wissen natürlich alle, das ist der Realteil einer solchen komplexen Zahl. Aber oft sagen die Leute dann, das Ganze hier ist der Imaginärteil. Das stimmt nicht. Das ist der
imaginär Teil dieser komplexen Zahl. Und diese Euler-Relation erlaubt auch eine sehr einfache geometrische Veranschaulichung, weil man sich das in der komplexen Ebene leicht darstellen kann. Da ist also die reelle Achse, da ist die imaginäre Achse. Ich zeichne hier einen Kreis mit Radius 1 ein. Da ist der Ursprung, das ist die Zahl 0 in der komplexen Ebene. Und wenn man da jetzt irgendeine Zahl zum Beispiel hier betrachtet, dann hat man da einen Winkel Phi und Sie haben dann hier den Imaginärteil und hier den Realteil. Und Sie sehen schon, mit den einfachen Beziehungen, die Sie aus der Trigonometrie der Mittelschule schon kennen, wissen Sie, dass das hier da der Sinus von Phi ist, weil da haben wir ja wieder die Länge 1, und das der Cosinus. Der Realteil ist also Cosinus Phi, der Imaginärteil ist Sinus Phi, und die eigentliche Aussage ist, dass diese komplexe Zahl lautet e hoch i Phi. Und wenn man dieses Phi jetzt laufen lässt von 0 bis 2 Pi und drüber hinaus, dann läuft der Punkt, also diese komplexe Zahl, am Einheitskreis in der komplexen Ebene rundherum. Der Betrag einer komplexen Zahl ist die Länge dieses Zeigers. Wir nennen den Verbindungsvektor von der Null, also vom Ursprung bis zu der jeweiligen komplexen Zahl, um die es geht, den Zeiger. Hier hat der Zeiger die Länge 1 und bleibt die Länge 1. Und die Länge dieses Zeigers ist dann auch der Betrag dieser komplexen Zahl. So ist das definiert. Und man kriegt natürlich auch sofort hier heraus, der Betrag von e hoch i Phi, na, das ist einfach Realteilquadrat plus Imaginärteilquadrat und daraus die Wurzel, weil da drinnen, da ist ja ein ganz einfacher pythagoreischer Lehrsatz verborgen sozusagen. Das zum Quadrat plus das zum Quadrat ist 1 Quadrat. Nicht? Und daher ist also der Betrag von e hoch i Phi Wurzel aus. Schreibt es ganz langsam hin. Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi. Und nicht i Quadrat mal Sinus Quadrat Phi, sondern nur Sinus Quadrat, weil der Imaginärteil ist der Faktor vor dem i. Ja? Und nicht das i mal das. Und das wissen Sie ja. Das ist gleich 1. Also der Betrag von e hoch i Phi ist einmal 1. Eine ganz wichtige Sache. Naja, und der Realteil von e hoch i Phi ist also hier Cosinus Phi. Der Imaginärteil von e hoch i Phi ist gleich Sinus Phi. Und dann wollen wir uns noch eine Sache aufschreiben. Das werden wir nämlich brauchen. Die Zahl e hoch i mal Pi halbe. Und jetzt tun wir natürlich alles im Bogenmaß, nichts mit 180 Grad oder sowas. Das ist im Allgemeinen, bleiben wir da immer schon professionell mit der Radiantenschreibweise. Also e hoch i mal Pi halbe. Kommt da jemand drauf, was das ist? Was ist e hoch i mal Pi halbe? Ganz richtig. Denn schauen Sie, Pi halbe, das ist 90 Grad. Das heißt, da oben sitzt man da. Dann sitzt man hier. Und das ist 0 mal 1 plus 1 mal i. Also ist das schlicht und einfach i. Man kann also die Zahl i, wenn sie wo auftritt, in einer gewissen Weise umschreiben, dass man sie auch als komplexe E-Potenz aufschreibt. Diese Gleichung e hoch i Phi ist Cosinus Phi plus i Sinus Phi lässt sich auch beweisen. Das geht üblicherweise über Reihen, über Potenzreihenentwicklungen. Man kann die E-Potenz in der Potenzreihe entwickeln, den Cosinus und den Sinus. Und wenn man das alles so ineinander setzt, dann kommt man drauf, dass die so miteinander zusammenpassen.
Also es ist nicht so ganz einfach. Man braucht schon ein bisschen was von der Mathematik. Aber wir vertrauen ja blindlings den Mathematikern und gehen davon aus, das stimmt alles. Und der Euler war ja ein sehr gescheiter Mensch und hat uns also sicher nichts Falsches erzählt. Gibt es dazu irgendeine Frage? Kennen Sie sich aus? Das ist wichtig, denn ansonsten haben wir nachher ein Problem. Gut, also das war der kleine Einschub. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Jetzt, nachdem wir das besprochen haben, können wir Spannungen und Ströme in komplexer Schreibweise aufschreiben. Also jetzt schreibe ich her. Wechsel, Strom, Widerstände, um die soll es ja jetzt gehen. Und wir wollen um die also jetzt in einer angenehmen und übersichtlichen Form darstellen zu können, sie so darstellen, dass wir die Spannungen und Ströme in komplexer Schreibweise aufschreiben. Und Sie werden sehen, das bringt uns einen gewaltigen Vorteil. Zunächst sehen Sie es noch nicht, aber gleich sehen Sie es. Jetzt schreiben wir einfach Spannungen und Ströme einmal in komplexer Schreibweise auf. Ganz unbekannt ist Ihnen das ja nicht, weil wir haben ja in der Mechanik auch schon manchmal was mit die Schwingungen oder irgendwas in komplexer Schreibweise dargestellt. Aber das ist vielleicht wieder ein bisschen untergegangen. Und nachdem das so wichtig ist, wollte ich es Ihnen nicht noch einmal jetzt genau nahe bringen, damit Sie umso mehr sehen, wie praktisch das ist und wie einfach das ist und dass man sich vor diesen blöden, komplexen Zahlen nicht zu fürchten braucht, wenn man einmal weiß, wie man mit ihnen umgeht. Also in dieser komplexen Schreibweise schreiben wir einmal die Spannung auf als U ist gleich U0 und jetzt nicht mal Cosinus Omega T, sondern mal E hoch I Omega T. Und entsprechend des I schreiben wir als I0 mal E hoch und jetzt wieder I mal, aber da müssen wir jetzt wieder auf die Phasenverschiebung aufpassen, Omega T minus Phi. Da ergibt sich natürlich sofort die erste Frage, wieso kann man das überhaupt so? Was soll das überhaupt? Eine Spannung ist doch eine reelle Größe. Wir haben es doch ursprünglich definiert als die Arbeit pro Ladungseinheit bei einer Bewegung innerhalb eines elektrischen Feldes. Also das ist eine reelle Zahl, was soll das? Na, hier ist sofort dazu zu sagen, dass die tatsächlichen physikalischen Größen U und I sich dann hier als die Realteile dieser komplexen Zahlen ergeben. Also die tatsächlichen Spannungen und Ströme sind Realteil von U und Realteil von I. Und das ist jetzt sofort leicht zu überblicken, denn der Realteil von E hoch I Phi ist ja eben Cosinus Phi. Und daher ist der Realteil von E hoch I Omega T Cosinus Omega T sein. Und dann steht genau das durch, was wir gestern gehabt haben. U ist gleich U0 mal Cosinus Omega T. Und dann I ist gleich I0 mal Cosinus von Omega T minus Phi. Genau die Geschichte wie gestern. Wir haben dem jetzt nur so das komplexe Mäntelchen übergestülpt gewissermaßen. Aber wenn man wieder zum Realteil zurückkehrt, hat man auch wieder die ursprünglichen Ausdrücke. Und das ist es ja auch, was man dann in der Zeigerdarstellung schön verwenden kann, weil die Realteile sind dann die tatsächlich schwingenden Größen, während ein Zeiger hier, Phi ist ja hier das Omega T, mit laufend größer werdender Zeit immer in dieser komplexen Ebene herumwandert. Naja, was bringt uns das jetzt? Na, was uns das bringt, kann man sehr einfach zeigen. Wir werden nämlich jetzt entsprechend eine
Größe einführen, die wir die Impedanz nennen. Und diese Impedanz ist jetzt das, was man beim bisher Ihnen bekannten Ohmschen Gesetz als den Widerstand bezeichnet hat. Also wir machen jetzt analog zum Ohmschen Gesetz den Ansatz und wenn wir schauen, wie weit uns das bringt, U ist gleich Z mal I. Naja, beim Ohmschen Gesetz haben wir gehabt, U ist gleich I mal R oder U ist gleich R mal I. Und jetzt sagen wir einfach Z mal I. Na gut, heißt halt anders. Aber ansonsten dasselbe. Mit Z bezeichnen wir die komplexe Impedanz. Und was bringt uns das jetzt? Bringt uns das irgendeinen Vorteil? Was ist die physikalische Bedeutung dieser komplexen Impedanz? Ein wichtiger Punkt, denn man soll ja mit nichts arbeiten in der Physik, wo man keine Ahnung hat, was eigentlich die physikalische Bedeutung ist. Also schauen wir uns an, was die physikalische Bedeutung ist. Ich habe dieses Z als komplexe Impedanz bezeichnet, weil natürlich jetzt, so wie das da steht in diesem Abschnitt, dieses U und I von hier genommen wird. Wir setzen da die ganzen komplexen Zahlen ein. Wir rechnen jetzt generell im Weiteren hier mit komplexen Zahlen bis zum Ende unserer jeweiligen Rechnung. Und dann kann man ja eine Rückübersetzung machen in die reale Welt, indem man die Realteile von U und I betrachtet und damit kriegt man dann natürlich sofort die tatsächlichen zeitlichen Abhängigkeiten der reellen Spannungen und Ströme, um die es hier geht. Aber formal rechnen wir hier mit komplexen Zahlen, das ist eben das Elegante, was man hier machen kann. Na, das tun wir auch. Wir machen also wir rechnen uns aufgrund dessen die Impedanz aus. Also Bedeutung der komplexen Impedanz. Na, dann nehmen wir das einfach her. Man kann ja mit komplexen Zahlen genauso schön rechnen wie mit reellen Zahlen. Das ist anders als bei der Vektorrechnung. Man kann zum Beispiel durch einen Vektor nicht durchdividieren. Das kommt einem ja blöd vor, was heißt 1 durch einen Vektor. Aber durch eine komplexe Zahl kann man sehr wohl durchdividieren. Also das ist schon ein bisschen was anderes. Vektorrechnung oder komplexe Zahlen. Nicht? Das sind so andere Schienen, auf denen man da in der Mathematik unterwegs ist. Wir rechnen uns also das Z hier aus. Na, was ist das? U durch I. Und jetzt werden wir schauen, was kommt dabei heraus? Ganz wichtig. Denn dann werden wir sehen, ob sich der Ansatz überhaupt gelohnt hat. Denn wir wollten ja so ein ohmsches Gesetz haben, wo nicht so ein blöder, zeitabhängiger Widerstand drinsteht, mit dem man eigentlich nichts anfängt, sondern eine zeitunabhängige Größe, die halt charakteristisch ist für den jeweiligen Widerstand, den man halt gerade betrachten will. Na, schauen wir es langsam auf. Da haben wir also U0 mal E hoch I Omega T durch I ist I0 mal E hoch I, schreiben wir da, multiplizieren wir hinein, I mal Omega T minus I mal Phi. Ja? Ich habe jetzt das I da oben rein multipliziert. Darf ich natürlich, nicht? I Omega T minus I mal Phi. Das Ganze in Klammer ist der Exponent. Machen wir das ganz einfach und langsam, weil es so wichtig ist. Oben ist keine Änderung. U0 mal E hoch I Omega T. Und unten, was haben wir da? I0 mal. Und da steht jetzt E hoch I Omega T minus I Phi. Na, was ist denn E hoch A minus B? Das ist E hoch A
mal E hoch minus B. Das kennen Sie ja. Das geht für die komplexen Zahlen so wie für die reellen Zahlen. Das ist in gleicher Weise. Also steht da unten E hoch I Omega T mal E hoch minus I Phi. Gefressen? Jeder glaubt das? Nicht, dass jetzt einer sagt, jetzt bin ich ausgestiegen, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das ist Mittelschule. Das ist nicht viel mehr als Mittelschule. Eigentlich nicht mehr als Mittelschule, nur halt mit komplexen Zahlen. Ne? Also gut. Na schauen Sie mal, jetzt ist der entscheidende Punkt. Das fällt weg. Und weg ist die Zeit. Was da drin bleibt, ist jetzt nur mehr ein U0 durch I0 und da steht unten E hoch minus I Phi. Das ist der entscheidende Punkt. Dass man auf die Art und Weise zu einer Größe kommt, die wieder zeitunabhängig ist. Das geht aber nur am Weg über das Komplexe. Im Reellen kann man das nicht. Deswegen muss man es komplex machen. Na, ist ja keine große Sache. Es ergibt sich also daraus, dass diese komplexe Impedanz gleich ist. U0 durch I0 mal noch 1 durch E hoch minus I Phi ist was? E hoch plus I Phi. Also, mal E hoch I Phi. Na, das ist eine elegante Sache. Diese komplexe Impedanz, die also jetzt da das Verhalten eines Wechselstromwiderstandes beschreibt alles, was wir brauchen. Denn wir legen also an unseren Wechselstromwiderstand, was auch immer das ist, wir werden verschiedene Widerstände jetzt gleich besprechen, eine Spannung an und dann wird daraufhin ein Strom fließen. Wobei der im Allgemeinen eine Phasenverschiebung aufweisen kann gegenüber der Spannung. Und die Impedanz, die jetzt den Zusammenhang herstellt und damit die Eigenschaft dieses Widerstandes, dieses Verbrauchers, wo man das U anlegt und das I fließt, dann beschreiben soll, diese Impedanz ist so. Da steht drinnen ein reeller Vorfaktor, U0 durch I0, das ist das Verhältnis der Spannungsamplitude zur Stromamplitude. Na, was sehr Praktisches. Sie legen eine Spannung mit einer gewissen Spannungsamplitude an und es fließt nachher ein Strom mit einer gewissen Stromamplitude. Und das Verhältnis der beiden steht da schon fertig drinnen. Und dann steht noch das E hoch I Phi. Naja, und das kann man also jetzt sofort entsprechend erklären, weil wenn ich von diesem Z jetzt den Betrag nehme, dann kriege ich U0 durch I0 mal Betrag von E hoch I Phi. Aber der Betrag von E hoch I Phi ist 1. Weg damit. Das heißt, der Betrag dieser komplexen Impedanz ist schon fertig zur Verwendung das Verhältnis der Amplituden von Spannung und Strom und daher eine sehr praktisch verwendbare Größe. Das ist natürlich auch eine reelle Zahl, weil der Betrag einer komplexen Zahl ist die Länge des Zeigers und diese Länge des Zeigers ist eine reelle Zahl. Na, aber jetzt noch das mit dem Phi. Es steckt ja offensichtlich in diesem Z auch drinnen, wie groß die Phasenverschiebung zwischen der angelegten Spannung und der daraufhin in dem Verbraucher fließenden Wechselstrom sein wird. Das kann man dem auch noch entlocken. Denn man kann sich ja überlegen, dieses E hoch I Phi, das haben wir ja gesagt, ist so, dass der Realteil das Cosinus Phi und der Imaginärteil das Sinus Phi ist. Wir brauchen also nur, wenn wir den Winkel wissen wollen, den Imaginärteil durch den Realteil durchzudividieren. Den Imaginärteil durch Realteil von der E hoch I Phi Größe, Sinus Phi durch Cosinus Phi und das ist Tangens Phi. Und wenn man einmal den Tangens Phi hat, dann macht man den Arcus Tangens und fertig ist dann der Winkel Phi.
Das heißt, man kriegt dann sofort heraus, dass der Imaginärteil von Z durch den Realteil von Z gleich ist dem Tangens des Phasenverschiebungswinkels zwischen Spannung und Strom. Und diese eine Größe Z, eine einzige komplexe Zahl, beinhaltet alles, was uns wichtig ist in dem Zusammenhang. Aus dem Betrag lesen wir ab, wie die Amplituden von Spannung und Strom miteinander zusammenhängen. Und aus dem Quotienten Imaginärteil dieser komplexen Zahl durch Realteil dieser komplexen Zahl kriegen Sie sofort den Tangens des Phasenverschiebungswinkels heraus, also des Verschiebungswinkels zwischen der angelegten Spannung und dem dann fließenden Strom. Na, wenn die beiden natürlich dann in Phase laufen sollten, dann ist der Winkel 0. Der Tangens von 0 ist 0. Dann muss der Imaginärteil von Z 0 sein. Dann liegt das Z in der reellen Achse. Dann hat man keine Phasenverschiebung. Und dann ist man wieder zurück beim alten Ohmschen Gesetz. Dann hat man alles reell, dann geht alles wunderbar, dann hat man keine Phasenverschiebung, dann braucht man den ganzen Zinnober da gar nicht. Aber wenn man eine Phasenverschiebung hat, ist diese komplexe Schreibweise ganz wesentlich, um eben diese Wechselstromkreise zu beschreiben. So, und jetzt muss ich kurz unterbrechen und Sie in allem Ernst fragen, ist irgendetwas daran, was Ihnen jetzt schleierhaft, unverständlich oder sonst irgendwie vorkommt? Dann bitte sagen Sie es mir. Naja, schaut ja so fast so aus, als hätte Sie die ganze Zeit jetzt nur gelangweilt, weil Sie das eh alles wissen. Also wie auch immer, ich freue mich, dass das scheinbar also für Sie verständlich war. Dann wollen wir aber jetzt, nachdem wir das ja ganz allgemein gemacht haben, uns anschauen, wie das jetzt bei verschiedenen konkreten Wechselstromwiderständen geht. Und da hier wartet auf uns, sind wir noch nicht so weit, wartet auf uns ein Experiment, wo wir uns das dann auch konkret anschauen können. Und das wird sich schon ausgehen. Wir werden uns heute anschauen, wie also die Phasenverschiebungen eben in diesen Wechselstromkreisen auftreten werden. Und da schauen wir uns drei unterschiedliche Widerstände an. Einmal den, den Sie schon kennen, einen ohmschen Widerstand. Wenn man eine Spannung anlegt, fließt sofort ein entsprechender Strom. Wenn man eine Wechselspannung anlegt, wird der Wechselstrom gleich so mitgehen. Der ohmsche Widerstand hat hier keine Verzögerungen. Das ist also das, was man schon bisher auch in der Gleichstromtechnik, also bei der Gleichstromlehre, als Widerstand betrachtet hat. Also schauen wir uns zunächst einmal den ohmschen Widerstand an. Ja, also beim ohmschen Widerstand ist es so einfach, dass ich es eigentlich gar nicht hinschreiben will. Phasenverschiebung ist gleich 0. Und dementsprechend gilt, dass also das UR, die Spannung am ohmschen Widerstand R, gegeben ist als R mal IR. Na, das ist das ganz einfache ohmsche Gesetz. Alles kann man im Reellen schreiben. Wir brauchen hier sonst nichts Besonderes. Aber jetzt wollen wir neben diesem ohmschen Widerstand als nächstes den kapazitiven, also den induktiven Widerstand anschauen. Das ist also eine Spule mit Selbstinduktivität L. Naja, da haben wir ja die Situation ganz ähnlich, wie wir es auch hier in diesem Kreis da hatten. Wenn man also eine
Wechselspannung an eine solche Spule anlegt, dass die U1, die angelegte Wechselspannung, plus U, also U plus Uint gleich 0 ist, in diesem Kreis, in dem sonst nichts drinnen ist, und das Uint ist minus d phi m nach dt oder minus L mal dI nach dt, und wir kriegen dann sofort entsprechend heraus, wegen UL plus Uint gleich 0, UL plus Uint ist gleich 0, in einem solchen Kreis, wo nur die angelegte Wechselspannung UL als Generatorspannung liegt und Uint, die in dieser Spule dann induzierte Spannung, kommen wir dann drauf, dass das UL gleich ist, der Uint gleich minus L dIL nach dt ist, aber wegen dem Minus haben wir wieder plus L mal dIL nach dt. Und wir haben hier schon einen etwas anderen Zusammenhang zwischen U und I in einem induktiven Widerstand. Da kommt eine Differenziation nach der Zeit vor, wegen des Induktionsgesetzes. Und da kann man dann schon erwarten, dass sich dadurch auch eine Phasenverschiebung ergeben könnte. Das schauen wir uns gleich anschließend an. Als drittes schauen wir einen kapazitiven Widerstand an. Das ist ein C und das ist ein Kondensator. Naja, und was kriegen wir da? Beim Kondensator haben wir wieder als Grundlage die Definition der Kapazität. Das U am Kondensator ist nichts anderes als Q durch C. So ist die Kapazität eines Kondensators definiert. Und daher kommt heraus DUC nach dt ist gleich 1 durch c mal dq nach dt. Und dieses dq nach dt ist aber der Strom in den Zuleitungen des Kondensators. Strom ist Ladung pro Zeiteinheit. Eine Änderung der Ladung des Kondensators wird dadurch erwirkt, dass eben in den Zuleitungen des Kondensators ein Strom fließt, wie will man ihn denn sonst aufladen. Und dementsprechend ist das also der Strom IC und wir erhalten dadurch entsprechend, dass IC gleich ist C mal UC mal DUC nach DT. Und Sie sehen hier, wenn Sie das vergleichen, das ergibt sich ja unmittelbar, das kommt da rüber, C mal DUC, das ist IC, schaut das völlig analog aus zu der Geschichte bei der Spule, ist aber ganz was anderes. Da ist nichts mit einer Induktion. Da oben steckt das Induktionsgesetz drin. Hier hingegen ist es eine andere Sache, aber Bäumchen wechsle durch, wenn Sie U gegen I vertauschen, kommen Sie gerade auf diese Zusammenhänge. Ja, und jetzt ist aber wichtig, wenn man diese Zusammenhänge hat, wie kann man sich jetzt die entsprechenden Impedanzen ausrechnen? Also, Berechnung der Impedanzen. Na, dann nehmen wir natürlich als erstes wieder den, den wir da zuerst haben, den Ohmschen Widerstand. Und beim Ohmschen Widerstand brauchen wir also nur dort oben abschreiben, was wir haben. Z ist ja allgemein definiert als U durch I, also wird bei dem Ohmschen Widerstand R C
ZR gleich sein UR durch IR. Und da brauchen wir ja nur da oben nachschauen. UR durch IR ist einfach R. Also der ohmsche Widerstand hat, wie nicht anders zu erwarten, als komplexe Impedanz einfach den reellen Widerstand R. Und das ist auch, braucht man eigentlich gar nicht dazu sagen, man sieht es ja, unabhängig von Omega. Omega ist die Kreisfrequenz des jeweils betrachteten Wechselstroms. Na, schauen wir uns als nächstes die Impedanz einer Spule an. Also Spule mit Induktivität L. Na, da machen wir jetzt einen Ansatz. Jetzt, wo da eine Zeitabhängigkeit drinnen ist, müssen wir wirklich den Wechselstrom aufschreiben. Und machen einfach den Ansatz, IL ist gleich nach unserer komplexer Ansatz I0 mal E hoch I Omega T. Das ist ein Ansatz, der bedeutet, dass der Strom I eine kosinusförmige Zeitabhängigkeit hat, proportional zu Cosinus Omega T, weil der Realteil von E hoch I Omega T ist eben Cosinus Omega T. Realteil ist Cosinus Phi. Und dann mal Cosinus Omega T. Naja, wenn wir das so ansetzen, können wir uns damit natürlich sofort die Spannung UL an der Spule ausrechnen. Denn das UL ist L mal DIL nach DT. Und eine weitere schöne Eigenschaft von dieser ganzen komplexen Geschichte ist, dass da so eine Superfunktion drinsteht, eine Exponentialfunktion, die man so herrlich differenzieren kann. Kommt wieder die Exponentialfunktion heraus, was will der Mensch mehr? Also das eignet sich schon hervorragend, um die Dinge gut beschreiben zu können. Also, was kommt bei dem UL heraus? Da steht also einmal L mal, und jetzt DIL nach DT, na das kennen wir. Da haben wir einmal die Konstante I0 vorweg. Und wenn man jetzt das E hoch I Omega T nach T differenziert, muss man die Kettenregel, da muss man schon aufpassen. Zuerst einmal das E hoch I Omega T nach dem ganzen Exponenten. Das ist dann wieder E hoch I Omega T. Aber dann den Exponenten noch nach T. Und da bleibt dann noch ein I Omega drinnen stehen. Nun schauen Sie, damit haben wir schon erreicht, dass man dieses Verhältnis entsprechend zwischen U und I aufschreiben kann. Aber wir werden jetzt noch was anderes machen. Dieses I da vorne, das wir uns da einhandeln aufgrund dieser Kettenregelgeschichte, das schreiben wir jetzt um, wie es da oben steht. Als E hoch I mal Pi halbe. Kennen wir ja, es schaut zwar ein bisschen komisch aus, aber es ist dasselbe. Also kann ich da statt I auch E hoch I mal Pi halbe schreiben. Und das multipliziere ich gleich mit dem. Das heißt, tun wir da gleich weiter. Das ist gleich L mal I0 mal Omega. Und jetzt tun wir das mit rein. E hoch I Omega T mal E hoch I mal Pi halbe. Na, E hoch I mal E hoch I ist E hoch A mal E hoch B ist E hoch A plus B. Also kriegen wir da ein E hoch und jetzt steht da dann I mal und dann Omega T plus Pi halbe. Haben Sie das verstanden? Das I ist gleich E hoch I mal Pi halbe. Dann mal E hoch I mal Pi halbe, mal E hoch I Omega T und steht genau das da, nur das I haben wir da weggelassen jetzt, weil wir es da oben drinnen haben. Bitte. Ich habe es so angesetzt. Wir schauen uns jetzt an, wie die Phasenverschiebung der Spannung gegen den Strom ist. Jetzt setzen wir den Strom ohne Phasenverschiebung an und schauen nach, was die Spannung jetzt für eine Phasenverschiebung haben wird.
Es ist ja nur wichtig, dass die Phasenverschiebung eine Differenz der Phasen angibt. Ich kann entweder wieder oben die Spannung ohne Phasenverschiebung aufschreiben, dann hat der Strom eine Phasenverschiebung, oder ich schreibe den Strom ohne Phasenverschiebung an, dann haben sie oben dann entsprechend die Phasenverschiebung um Phi. Nicht? Und das kann ich ja hier durchaus so machen. Ja? Na, aber schauen Sie, da steht sie ja schon drinnen, diese Phasenverschiebung. Und daran sieht man jetzt sofort einerseits, was also die komplexe Impedanz ist. Denn die komplexe Impedanz für die Spule ist nichts anderes als Z ist U durch I, in dem Fall UL durch IL. Nun, das brauchen wir jetzt nur durchdividieren. Nicht? UL durch IL. Na, schauen wir einmal. Da fällt einmal das I0 mal E hoch I Omega T weg. Und es bleibt also nur stehen, da nehmen wir den Teil her, da lassen wir auch das stehen. Da fällt also I0 mal E hoch I Omega T weg. Und es bleibt stehen, wenn man durchdividiert, dass da dann ist L Omega L I0. Schauen wir, wie kommt das am besten heraus? Ja, Omega L I0 fällt auch weg, I Omega L einfach. Schauen Sie her, UL durch IL, das durch das. Sie dividieren diesen Ausdruck durch I0 E hoch I Omega T, I0 mal E hoch I Omega T, und es bleibt stehen I Omega L. Und andererseits erkennen Sie aufgrund dieser Phasenverschiebung hier, dass die Spannung dem Strom um Pi halbe voreilt. U, L eilt um Pi halbe dem Strom I, L vor. Hier steht es, die Phasenverschiebung drinnen. Sehen Sie das? Wir haben oben ohne Phasenverschiebung das angesetzt, aber dafür kommen wir da zur Phasenverschiebung. Und die Spannung eilt dem Strom um einen Phasenwinkel Pi halbe vor. Die Spannung ist zuerst, der Strom folgt hinten nach. Eine einfache Interpretation davon ist, dass man ja weiß, dass solche Spulen, wie ich oft schon betont habe, widerspenstig sind. Wenn man eine Spannung anlegt, will ein Strom zu fließen beginnen. Wenn der zu fließen beginnt, ruft er ein magnetisches Feld und einen magnetischen Fluss hervor. Dieser magnetische Fluss, der da zunimmt, ist ruft eine induktive Wirkung hervor, eine Induktionsspannung in der Spule, die so gerichtet ist, dass sie eine Behinderung dieses Stromaufbaus bewirken wird. Daher wird dieser Strom sich nur langsam aufbauen können und daher der Spannung hinterher eilen. Und wie diese einfache Rechnung zeigt, einfach um den Phasenverschiebungswinkel Pi halbe. Ja? Und Sie sehen, das war wirklich eine ganz einfache Rechnung. Nur das, was da oben steht, haben wir braucht, dass I gleich E hoch I mal Pi halbe ist. Und jetzt machen wir dasselbe, das geht jetzt natürlich total einfach. Jetzt haben wir da den Ohmschen Widerstand gehabt, die Spule. Jetzt machen wir noch den Kondensator mit Kapazität C. Ja, und da verwenden wir wieder eine Beziehung, nämlich die. Und da setzen wir entsprechend, wie wir da den Strom angesetzt haben, jetzt die Spannung an. Das UC sei gleich U0 mal E hoch I Omega T. Jetzt machen wir das hier, Herr Kollege, ohne Phasenverschiebung. Jetzt fangen wir bei der Spannung. Jetzt machen wir es genau so, wie es da oben steht. Und dann schauen, was jetzt der Strom relativ dazu macht. Nicht? Also wir setzen das hier so an wie da. Und was tun wir? Wir kriegen das IC heraus, entsprechend dieser Beziehung C
mal DUC nach DT. Also schreiben wir das auf. C mal DUC nach DT. Na, da haben wir wieder das U0 und das abgeleitet haben wir wieder ein E hoch I Omega T mal die innere Ableitung I Omega. Und das I setzen wir wieder als E hoch I mal Pi halbe ein und kriegen also C mal U0 mal Omega, C U0 Omega mal E hoch I. Und jetzt haben wir Omega T plus Pi halbe, weil wir wieder dieses I von da umgesetzt haben in ein E hoch I mal Pi halbe. Nun, wenn Sie sich das jetzt anschauen, sehen Sie hier wieder eine Phasenverschiebung um Pi halbe, die sich da so wunderbar einfach ergibt. Und man kriegt hier sofort heraus, dass dementsprechend jetzt die komplexe Impedanz für den Kondensator wieder gleich ist UC durch IC und das UC durch IC dividieren wir da durch. UC dividiert durch IC. Dieses U0 mal E hoch I Omega T fällt hier wieder heraus. Und es bleibt jetzt stehen 1 durch I Omega C. Und nachdem man das I nicht so gern im Nenner hat, tun wir es gleich wieder raufbuxieren, indem wir da oben und unten mit I erweitern. Dann haben wir I durch I Quadrat Omega C und I Quadrat ist minus 1. Also bleibt stehen minus I durch Omega C als die komplexe Impedanz des Kondensators. Hier möchte ich noch hinzufügen, das habe ich jetzt vorhin vergessen. Bei der komplexen Impedanz des ohmschen Widerstandes ist es unabhängig von Omega gewesen. Bei der Induktivität ist es proportional zu Omega und bei der Kapazität ist es proportional zu 1 durch Omega, wie Sie hier sehen. Und außerdem sieht man, wie schaut es jetzt aus mit der Phasenverschiebung. Wir sehen jetzt, dass der Strom um Pi halbe vor der Spannung ist. IC, wo das plus Pi halbe steht, eilt um Pi halbe der Spannung. UC vor. Wieder vor, aber U und I ist vertauscht. Anders gesagt, die Spannung eilt dem Strom um Pi halbe nach. Es ist gerade umgekehrt. Und das ist natürlich hier ein bisschen merkwürdig. Da kann man sich denken, na gut, die Spannung legt man an, der Strom kommt ein bisschen später. Da soll der Strom kommen vor der Spannung. Das ist aber bei einem Kondensator was durchaus Verständliches, weil damit an den Platten eines Kondensators überhaupt eine Spannung angelegt sein kann, muss er ja zuerst aufgeladen werden. Das heißt, es muss ja zuerst einmal ein Strom fließen, um ihn aufzuladen, damit dann eine Spannung an den Kondensator liegt. Und dementsprechend eilt also der Aufladestrom der Spannung am Kondensator vor, während hier die Spannung dem Strom voreilt, wegen dieser Widerspenstigkeit von Spulen. Und außerdem, bei größer werdendem Omega wird der Widerstand größer, die Spulen werden immer undurchlässiger. Sie sperren, sowas nennt man eine Drosselspule. Je höher die Frequenz wird, desto besser sperrt sie. Andererseits, das geht proportional 1 durch Omega. Wenn jetzt da die Frequenz größer wird, wird der Kondensator immer durchlässiger. Dagegen bei Frequenz gegen 0 wieder sperren. Na klar, ein Kondensator lässt ja keinen Gleichstrom durch, weil er ja eben einen Isolator dazwischen hat oder überhaupt nur das Vakuum. Also Sie sehen, die Phasenverschiebungen sind so, beim ohmschen Widerstand ist keine Phasenverschiebung vorhanden.
beim induktiven Widerstand eilt die Spannung vor und beim Kondensator eilt der Strom vor oder die Spannung hinten nach. Und das können wir uns jetzt noch an einem vorbereiteten Experiment anschauen, das der Herr Litschauer für uns vorbereitet hat, wo man drei verschiedene Wechselstromwiderstände hintereinander jeweils, einmal den Ohmschen Widerstand, das ist also ein Schiebewiderstand, einmal einen induktiven Widerstand, eine Spule, einmal einen kapazitiven Widerstand, einen Kondensator in diesen Kreis hineinschalten kann. Das obere Signal ist jeweils der Strom und das untere Signal ist die Spannung, die an diesen verschiedenen Widerständen dann gemessen werden kann. Und jetzt ist zunächst einmal der Ohmsche Widerstand hineingeschaltet und Sie können sehr deutlich sehen, dass der Strom und die Spannung genau in Phase verläuft. Keine Verschiebung. Schalten wir jetzt bitte von diesem Ohmschen Widerstand die Verbindung zur Spule und dann sehen Sie sofort, jetzt ist nichts anders, als der Stecker ist da herübergesteckt worden. Der Strom ist der gleiche geblieben, aber die Spannung ist jetzt so, dass das Maximum nach links gewandert ist. Die Spannung eilt jetzt dem Strom um Pi halbe voraus. Da, wo hier der Nulldurchgang vom Strom ist, ist schon das Maximum der Spannung. Also gerade so, wie wir es gesagt haben, die Spannung eilt dem Strom voraus. Genau das, was ich dort hingeschrieben habe, kommt experimentell auch heraus. Und wenn wir jetzt andererseits den Kondensator hineinhängen, wieder nur das jetzt da herüberhängen, sonst nichts. Und schauen Sie, was dann passiert. Der Strom bleibt, was er ist, aber jetzt ist die Spannung um 90 Grad nach rechts da verschoben. Da, wo der Nulldurchgang ist, ist das Maximum. Also das Maximum der Spannung ist um 90 Grad um Pi halbe hinter dem Strommaximum. Der Strom eilt jetzt der Spannung um 90 Grad voraus, Pi halbe, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Ich glaube, Sie können sehen, dass auf diese einfache Weise mit einem entsprechenden Frequenzgenerator mit konstanter Frequenz aufgebaut, man diese Phasenunterschiede unmittelbar deutlich sichtbar machen kann. Und wenn Sie jetzt hier da rausgehen, dann hoffe ich, dass Sie nicht denken, es ist doch nicht zum Verstehen, der blöde Wechselstrom, sondern dass Sie erkennen können, dass wegen dieser Differenzierungsabhängigkeiten es zu den Phasenverschiebungen kommt. Denn dort, wo die Spannung sich am stärksten ändert, ist der Strom maximal jeweils und umgekehrt. Also wenn sich die Spannung am stärksten ändert, ist der Strom maximal. Dieses Differenzieren von harmonischen Funktionen führt immer zu solchen Phasenverschiebungen, weil Sie ja auch wissen, wenn man einen Sinus differenziert, wird ein Cosinus draus. Nun, Sinus und Cosinus sind ja um 90 Grad Phasen verschoben. Also aus diesen einfachen Überlegungen heraus ergeben sich diese Zusammenhänge. Sie haben jetzt auch die komplexe Schreibweise gesehen. Und morgen werden wir diese komplexe Schreibweise dann konkret in eine geometrische Interpretation umsetzen, wo wir sehen werden, wie Spannungs- und Stromzeiger relativ zueinander in der komplexen Ebene angeordnet sind. Danke.